Oh. Ja, herzlich willkommen zur schönen bunten Plötzchenwelt von Manakraft. Ich habe mal so ein bisschen ein Texturpaket aufgetan, aber das scheint der Framerate nicht gut zu tun. Na gut, ich mache heute dann nicht so viel. Es war jetzt nur mal, es ist eigentlich nur so ein Test, was jetzt so geht, aber. Aber irgendwie. Ne, Textur. Heißt das? Ja, das Texturpaket habe ich auch geändert. Ach, hier muss der Boden noch getauscht werden. Wie weit sind wir eigentlich hier unten gewesen? Mal kurz mal hier reinschauen. So, keine Überraschung hier unten. So ein bisschen was zu tun. Weiß gar nicht. Ich habe ganz viele Sachen in der Tasche. Muss ich mal noch in die Kiste tun hier. Gedönse. Redstone, das. Warum war das nicht? So, das ist jetzt die erste Folge nach Folge 50. Ich habe doch eine sehr lange Pause gemacht. Nochmal zu. Da unten haben wir noch allerhand zu tun. Hier für Gedönse, ich weiß noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht so genau den Plan, wie ich wo was einordne. Das Gammelfleisch kann ich direkt mal reinschmeißen hier. Das tun wir mal dahin. Dann haben wir hier noch Zuckerrohr. Das ist alles so, was in unserer Reise übrig geblieben ist. Das ist nicht wenig, wie man sieht. Hat sich schon ein bisschen gelohnt. Die schöne Reise. Mal das Auge hier mit dem tauschen hier. Zack, zack. Das ist das Schleimbälle. Ja, aber die Augen holen wir auch raus. Die tun wir auch in einer Kiste. Pilze kann man schon, weil das ja auch irgendwie zum Essen ist. Ne? Fleisch hier für die Puffis, auch die Knochen. Und ja, Schleimbälle brauchen wir zum Bau. Die Augen, was nicht, zum Giftebrauen. Keine Ahnung. Verzaubertes Buch. Flamme 1. Okay. Das sollten wir auch nicht leichtfertig verschwenden. Haben wir noch genug, wir haben genug Leckereien hier. Ich habe ja, zack. Wir werden mal ein bisschen, so, zwei in der Tasche. Ist gut. Es ist keiner da. Dann nervt. Tittensack brauchen wir auch nicht. So, entschuldigt, ich muss mal ein bisschen hier sortieren. Das ist nun mal so. Das ist ein Nachteil nach einer längeren Reise. Ich habe ja noch 8 Kisten, die werden wir aufbewahren für den Keller. Da werden wir Lager einrichten. Pfeile, ich glaube, Boden für Pfeile. Ja, habe ich. Ja, dann habe ich ja, okay, das Skelett mal abgenommen. Da haben wir noch jede Menge Gold und Kohle und Diamanten. Lecker Diamanten. Also, ich denke, die lange Reise war durchaus erfolgreich. TNT haben wir auch noch hier. Wolle können wir mal hier rein tun. Das Glas tun wir hier Wolle hin. So. Wollen wir von Wolle in eine andere Kiste nehmen? Ne? Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Ich muss aber wieder komplett reinkommen. Ist hier auch da hinten haben wir eine Kiste. Was haben wir da drin? Hat das ein alter Helm drin? Ich weiß nicht, wie ich das hin tue. Die ganze Giraffe. Ich denke mal hier rein. Ja, wenn wir hier rein tun. Also Schleimball tun wir hier mit hin. Ah, guck mal, hier haben wir sowieso schon Diamanten. Mal dazu. Also die alten Klamotten, die tun wir woanders hin. So. Das Auge tun wir hier mit rein. So. Auch hier das Smaragde. Smaragd, ein Smaragd. Mehr haben wir nicht gefunden. So, 5 Ersatzfackeln tue ich auch mal hier hin. Einfach mal. Hört zwar nicht hier hin, ich tue es aber dahin. Haben wir hier noch Kohle. Aber die 12 behalte ich in der Tasche. Kohle, Kohle, Kohle. Dieses auch das verzauberte Buch tun wir hier rein. Zack. Hier müssen wir vielleicht eine Bibliothek, wo wir dann solche Sachen dann auch noch ablegen können. Haben noch Gold. Ach ja, was auch das mit das dahin, das tun wir dahin. Das tun wir dann so hin. So, so machen wir das. So. Hier ist so alles, was wir Viecher abfallen lassen, denke ich mal. Das ist, glaube ich, gar nicht so falsch. Sattel. So, tun wir da oben neben das Buch. So.
Radar, Werkbank, das kann man alles so in der Tasche lassen. TNT natürlich, tun wir hier mit rein. So. Schere braucht man zwischendurch auch mal. Ah, hier dieses russische Stein tun wir hier rein. Das tun wir alles hin. So. Okay. Herrlich. So. Ja, ich habe jetzt auch noch gar nicht so viel zu erzählen. Ich versuche mich jetzt ein bisschen zu orientieren. Ich habe jetzt vor kurzem, vorgestern sogar schon, wurde die neue Xbox vorgestellt. Die One. Ja, also bei der Präsentation ging es natürlich sehr drum, den TV-Part vorzustellen, dass das eine Spielekonsole sein soll. Das ist natürlich so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich weiß nicht. Ich habe noch die ganz alte Xbox in der Ecke rumstehen, aber 360 habe ich mir nie geholt. Ich bin bei der PlayStation 3 hängen geblieben. Und auch die benutze ich selten. Das ist mehr für einen Blu-ray-Player. Ja, ich habe da zwar ein paar schöne Spiele, ich habe aber einfach die Zeit nicht, diese Spiele, ist es eigentlich Nacht oder warum nerven die hier so rum? Ich gehe mal gucken, ob ich schlafen kann, dass mir dieses Generve da unten aufhört. Ich gehe mal gucken. Nein, es ist keine Nacht, also können wir mal gucken, was, huch, runter, yeah, zack. Will kein Creeper um die Ecke. Creeper? Doch, Creeper, wusste ich doch. Es geht bei deiner Ecke. Häng fest, scheiße! Oh, schnell weg. Scheiß Creeper überall, oh. Alter Schwede, lauern die in Ecken auf. Das ist Mistviech. Scheiß Creeper, oh, echt. Geht gar nicht. Huch, alter Schwede! Nur weil das so lackt bei mir, das ist echt ätzend. Oh, schon. Experience nehmen wir natürlich mit. So. Das ist sehr nervig, ja. So, ich wollte es auch noch ein bisschen testen. Also wirkt schon so, die Lichtverhältnisse haben sich so ein bisschen geändert. Aber das wuppt diese Kiste einfach nicht. Und so. Wo ist er? Ist er drin? Tatsache. Ich bin einfach mir vorbei. Was mir auffällt, die Dorfbewohner fehlen ein bisschen, ne? Die Dorfbewohner sind weg. Und da ist ein riesen Loch im Boden. Wie kommt das denn? Ach ja, hier ist ja mein Creeper hochgegangen. Stimmt, das habe ich da mal notdürftig geflickt. Ich erinnere mich. Machen wir mal zu. Auch nur dürftig. Ich komme hier nicht raus, dass die Framerate so ätzend ist. Ich komme nicht raus. Ich muss mir gleich ein Loch durch die Wand schlagen, weil ich diese Türspalt nicht komme. Verdammter Mist. Wo sind die Dorfbewohner alle hin? Die sind weg. Die Dorfbewohner sind weg. Ich bin alleine hier. Ganz allein. Alle sind sie weg. Hallo? Wo seid ihr? Ich bin allein. Ich bin ganz allein. Nur die Monster sind geblieben. Sonst bin ich allein. Oh, das ist aber schade. Deprimiert mich jetzt ein bisschen. Keiner da. Meine geliebten Bewohner sind weg. Und ich wollte das hier noch so ein bisschen ausbauen, hübsch machen für die und so. Damit sie ein schönes und sicheres Leben hier haben. Jetzt sind sie alle weg. Vielleicht von diesen einen Zombie alle getötet worden, weiß. Das ist ja...
Oh, das finde ich aber jetzt schade. Oh. Das macht mich traurig. Naja. Dann gehe ich schlafen. Ganz alleine. Gute Nacht.